Die gehen unter jetzt. Aber die haben Schätze an Bord gehabt, also hat es sich schon mal gelohnt. Die haben sogar die Legende des Schleiers gemacht. Fortnite! Hallo. Play Fortnite! Wo kommt denn der auf einmal? Eine müssen wir spawnen. Obwohl, das spawnt wahrscheinlich was. Ich glaube, die sind sank. Ich komme rein und das erste, was ich höre, ist Fortnite. Wir wollten gerade Spieler überreden, dass sie Fortnite mit uns spielen. In der Tiefe noch, wie das Schiff kaputt geht. Ich glaube, wir stehen auf den Schätzen. Ein bisschen was konnte ich schon mal hooken. Und so ein Ticken drehen, dann easy going. Nach links oder rechts? Links rum müssen wir uns drehen. Ja, rechts ist auch ein bisschen Loot. Wo denn? Genau, wir stehen genau drauf, dass sich links und rechts verteilt. Anker. Ist das denn da? Okay, kann ich ja so wegtun. Wir sind noch ein paar Lagerkisten im Wasser. Hier liegt noch die Flagge. Ah, nice, Kristallschädel. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die hatten bestimmt auch gut Supply. Ja, irgendwo müsste noch ein Kanonenkugel fast sein. Ja, da hinten. Hier links. Ich kann es nicht hooken. Nee, das links ist leer. Also besser voll mit Feuerwerk. Hinter uns ist noch eins. Also links hinten. Da sind da wahrscheinlich die ganzen Kanonenkugeln. Kann das sein, dass der Schleier dann vielleicht der richtige ist und von denen der? Da vorne. Wenn die schon so weit waren? Nee. Wenn dieser Athena-Schleier ist, dann ist die Wolke oben dran, so flach. Okay. Aber ja, hier sind noch einige Kanonenkugeln drin. Dachte ich's. Sehr schön. Dann holt mal schön den ganzen Supply an Bord. Die hatten viel gutes Essen, ja? Jetzt haben wir das ganze gute Essen. Ich sag so, wie es ist. Das fühlt sich schon sehr gut an, jemanden den ganzen Supply zu klauen. Wo sind denn die ganzen Ananas und so, die die hatten? In Fass unten. Die Ananas habe ich mir gesnackt. Nee, da sind ja noch mehr. Die haben doch da in der Kiste noch haufenweise und so. Also da alle, war die in der eigenen Kiste waren über 300 Kugeln drin. Wo sind denn die anderen? Die andere Schaluppe, die will ich auch noch jetzt wegheaten hier. Die müssten
Irgendwo links von uns müssen die sein. Ja, dann go. Segeln wir einfach mal dahin. Junge, diese ganzen Ladekiste, die da oben liegen. Liegt auf dem Ding schon was, auf zwei Ladekisten. Was sagt ihr zum Update? Ich freue mich drauf. Jetzt Marv LP, ganz ruhig. 30. April, ja? Nicht in Caps Lock ausrasten hier. Oh, da rechts ist noch. Zack, Supply. Einfach mal zwischendurch auch so ein Fass snacken, ne? Das ist wichtig. Ja, da kann immer ganz gut ein Stuff drin sein. Ah, Bananen, Kokosnuss und Bretter, also das Schlechte, was geht. Nix gesagt. Sie stehen immer noch rechts am Fischer-Outpost. Ja. Ich sag dir dazu, ein Angler. Ja, ja. Egal, keine Gnade mit den Anglern. Die werden vernichtet. Die Fische holen wir uns. Wir retten die Fische. Ich sag dir, das ist einer alleine und der verkauft jeden einzelnen Fisch, den er angelt, sofort. Weil der Angst hat, ja, irgendwas zu verlieren. Bei dem Anglerteil eigentlich auch 500 jetzt Max oder? Nee, das ist weiterhin 50 Max. Oh, 50, dann bin ich fast Max. Irgendwann sind wir hier und machen Angel-Sessions. Damit jeder im Chat noch einschlafen kann. So einen Allianz-Server machen und alle sind nur am Angeln. Fischer kann man ruhig versenken, aber keine Telltaler. Die haben niemand was gemacht. Hier wird alles versenkt, was uns unter die Flinte kommt. Da gibt's keine Gnade. Wir sind hier auf einem Piratenmeer. Die Aussage macht die Frage. Ist dann jetzt einfach volle Kanne in die rein. Einfach in die rein? Ja, ja. Ja, fahr volle Kanne in die rein. Einfach rein da. Ich glaube, ich kann nicht so schnell nicht drehen. Ja, muss halt schneller drehen. Hello, my friend! Hello! We are danger! We are danger! We are coming for you! We destroy you! Sorry, my man! Uh-oh! Sorry! Hey! Hey, steht das bei uns? We are danger! Ja, was so runtergefallen ist, auf unserem Schiff weiter angelt. Wie geil. Ah, oh, I like bananas. Oh.
Alter, der hat Kettenkugeln. 9 Stück hat er an Bord. Oha. Wenn wir schon mal hier sind, dann kann ich mir hier ein Level-Up abholen. Wir können ein bisschen Musik spielen für ihn. Oh, da oben steht. Yo, man! You have many rats on your boat. Hat er aber aufgegeben. Ist in unserem Schiff alles eigentlich repariert? Ja, ja. Verpass ihn im Gnadenschuss. Jo. Wieder lebt immer. Gib mir noch eine Abschiedslied. Wo sind denn seine Fässer, Junge? Weiter links. Wenigstens haben wir die Kettenschüsse. Alter, was ist das hier für ein Server? Hier sind ja wirklich nur Leute unterwegs, die echt überhaupt nichts machen, groß. Der wollte nur gemütlich fischen. Ja, Junge, das ist ein Piratensimulator. Kein Fishing Simulator. Dann soll er ja, Russian Fishing Simulator spielen gehen, wenn er fischen kann. Will. Außerdem habe ich zu ihm gesagt, we are danger. Ich habe ihm vorgewarnt. Vorgewarnt, ja. Ja, sonst ist der Server tot. Ja, da hinten ist wieder so ein Wirbelsturm, der gemacht. Ja, aber das ist der Geisterwirbelsturm, der ist halt wirklich richtig, richtig crap. Dann würde ich sagen, geben wir den Stuff up, Serverwechsel. Ja. Wir haben so einen richtigen Hass gegen diesen Geisterwirbelsturm, musst du wissen. Wir haben den einmal gemacht und da hatten wir Megalodon, Skelettschiff und Geisterwirbelsturm. Der war so stressig und einfach unbelohnend. Der hat sich nicht belohnend angefühlt. Also der Geistersturm ist wirklich richtig wack. Also dieses andere Event mache ich ja gerne, aber der Geistersturm, holy shit, ist der Crap. Ich hasse den Geistertornado auch, ey, ich fühl dich, Nils. Das ist so ein Scheiß-Event, das sollten die am besten direkt rauslöschen aus dem Spiel. Und den Typen, der das erfunden hat, sollten sie kündigen. So. Sei froh, dass du nicht das Event 100-mal machen musst, sondern das andere. Mhm. True. Links wäre noch eine Skelettgalle. Randa! Links? Ja, ein bisschen links vorne so. Richtung Süden. Hinter uns ist noch eine. Ich glaube, das ist wieder der Fischer. Der geht jetzt wieder dahin, oder was? Obwohl, nee, der hat eine Flagge oben. Nee, ist nicht der Fischer. Oh, da kommt was bei uns.
Wir kriegen Skelettschiff, entweder links oder rechts, mal gucken. Alter, ich hasse die Skelettschaluppen, das sind solche Drecksboote. Wir haben gerade so eine Kackwelle. Unter? Nee. Wollen noch mal ein bisschen schießen? Sag mal. Gehen sie unter. Schaluppe will irgendwas von uns. Wieso kommt die zu uns? Ja. Let's go. Ja, ist doch gut, wenn der PvP zu uns kommt. Ist doch ultra nett. Wenn sie uns ein bisschen Supplies vorbeibringen. Das könnten die sein, die wir am Anfang untergehen lassen haben. Die Athena? Ja. Kann sein, ja. Nee, das sind andere. Ja, fighten wir gegen die. Das ist so viel wertvollen Stuff haben wir jetzt auch nicht an Bord. Nee. Und gegen die sollten wir auch gewinnen eigentlich. Ich habe alles, ne? Ich gebe sie euch auf links, weil das Beste für euch. Da rammt hier unser Schiff einfach so. Das ist ja schlecht, ey. Holy shit. Hä? Was ist das denn gewesen? Yo, man. What is the name of your playstyle? Nooby Booby. Okay, I see. Also. Ich denke, das war ein Spring-Sniper? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber 24 Chainshots. Ey, geil! Aufzugeben. Bei dem Supply, den wir uns jetzt hier rangeholt haben. Einfach durchmachen. Jemanden suchen, der uns das Schiff hält bis morgen. Ist? Jo.
Oh, du hast ganz viel Feuerwerk. Viel Essen? Du hast ganz viel Feuerwerk. Ja, nice. Holz hat er bestimmt auch einiges. Jo. Leer. Leer. Oh, was ist denn das? Da ist auch gut was drin. Moin Bella. Ja. Leer. So. Okay. Ey, da hinten ist was, das ist doch hier auch wieder so ein Schiffsevent, ne? Mit Skelettschiffen, oder? Ja. Oder was ist das für eins? Ja, das ist aber, da können wir hin, das sind aber zu 100% Spieler. Weil dieser normale Schiffsevent taucht nur noch auf, wenn jemand für diese Raubzugseefahrt stimmt unten, weißt du? Okay. Aber da können wir hin. Alright, let's go. Hinter uns sind aber auch noch Fässer, die können wir gleich dann direkt looten. Digga, wie viel Supply wir jetzt haben, ne? Das ist ja. Kugeln wir haben. Das ist ja geisteskrank. Wir sind hier in jeder Leiche, sind wir 500 Kugeln drin. Moin Yannick, alles gut bei dir? Schön, dass du da bist. Bernhard Honig, dankeschön übrigens für deinen Follow. Liebe geht raus, herzlich willkommen. Oh, linke Seite, kommt auch noch Stuff. Stuff-Muff. Boah, wir sind zu schnell, ey, Junge. Holy shit. Also da zu hucken ist ja geisteskrank. Palle hier mal das ganze Crab-Essen aus. Ich glaube, wir müssen mehr links, ne?
wieder weit links. Linke Seite sehe ich schon. Da ist eine Skelett-Gully und eine Sloop. Eine Sloop ist da am Fighten. Wenn die Gully schon da ist, dann ist er fast fertig. Ja. Ja, dann kommen wir genau im richtigen Moment. Also drehen wir jetzt mal volle Kanne auf ihn zu, ne? Dann einmal alle Siege schön im Wind halten. Ja, wir steuern geradewegs drauf zu jetzt. Die wird sich geholt, aber sowas von Nils. Heute werden hier nicht nur Seemeilen gemacht. Hey, das Event habe ich die letzten Tage immer solo gemacht, da wurde ich so oft abgefuckt von anderen. Jetzt bist du der, der andere abfuckt. Dr. Klokopf, so kann sich das Blatt wenden. Wenn wir rechtzeitig hinkommen, ich glaube, der ist schon fertig. Ja, aber da musst du zuerst warten, bis der Loot auftaucht. Ja, und wir sind mit so viel Speed unterwegs. Und er hat jetzt nur die Option, vor uns erstmal wegzufahren im Wind. Weil wenn er in die entgegengesetzte Richtung fährt, gegen den Wind, muss er auf uns zufahren. Dann holen wir den hundertprozentig, dann springen wir rüber, Dr. Klugkopf. Machen wir Taktik über den Haufen fahren, oder? Nein, nein, nein. Können von mir aus reinballern da in den. Oh, nee, aber die Galeone ist noch da, ne? Dann hat er wahrscheinlich Tackle-Kugel oder so. Supply ist alles aufgefüllt, okay. Brandbomben habe ich auch. Nee, wir sind so schnell. Ich glaube, du musst ein Stückchen wieder weiter rechts. Ja, ja. Bin halt übelst nach links gedrückt. Also, dass der immer noch so steht, ich glaube nicht, dass der sonderlich krass ist. Nee, nee. Vielleicht ist er auf Rot. Ja, der war tot, der ist gerade gespawnt. Ne, der sitzt nicht da auf hin. Ja. Oh, der hat mich schon. Jetzt lässt sein Schiff untergehen. Woanders. Ich bin bei der Skelett-Galli an Bord. Ich sorge einfach dafür, dass die nicht schießt. Ah, ich weiß, was der hier macht. Bitte? Ich weiß, was der hier macht. Was denn? Der wollte hier, ein Sea of Thieves Bug abusen.
Was für ein Bug? Bei diesen Seeposten hier kannst du diese Skelettschiffe von diesem getauchten Event immer wieder spawnen lassen und dadurch diese finalen Super-Items sozusagen duplizieren und besser halt einfach farmen. Sollen wir den, haben wir seinen Namen? Nee, leider nicht. Also ich weiß auch aus, ja. Vielleicht haben wir den jetzt durch meinen Livestream. Dann reporten wir den. Nee, bei dir wird ja irgendein random Namen gezeigt. Okay. Und bei Klokopf, wenn dann. Wenn ich das Game nach in den angucken, wahrscheinlich nicht, oder? Naja, wenn du bei Xbox Game Bar kannst du in die Vergangenheit klippen für ein paar. Windows G. Nee, geht immer nicht. Oder glaube ich auch nicht. Okay. Die Galli Löcher. In die Galli läuft Wasser. Ich hör's auch, aber das ist noch nicht mal auf dem Deck unten, also. Na, jetzt kommt's langsam. Die geht gleich unter, ihr braucht nichts mehr schießen. Die können auch nicht schießen, ich tu die ganze Zeit töten. Oh. Geht unter, Sound kam schon. Junge, was sind das denn heute für Leute, die wir hier haben? Erst kommen vorhin die schlechtesten Stream-Sniper aller Zeiten. Dann haben wir jetzt einen Bug-Abuser. Ja. Was ist das für eine Session? Wo kommt der Stuff hoch? Linke Seite oder was? Yep, links. Das ist aber nicht alles gewesen, oder? Doch, doch, das ist dieses, Was? Ja, aber guck ja, hier, diese Schatulle hier. Das ist so eine seltenes Item. Ja, ich lass mich mal überraschen. Bei der Krone hieß es ja auch, die ist geisteskrank viel wert. Und da war die Krone so ein Drecks-Crap-Item. Ja, also bei dem Double Gold Event. Die Krone war cool. Die Krone war einfach gar nichts wert. Die war so scheiße. Fahr mal ein Stück weiter, da sind Fässer, die will ich noch holen. Dann gehen wir ab und dann wechseln wir an den Server. Ich hab keinen Bock mehr auf solche Leute hier. Also wie ich das Event solo gemacht habe, bei dem Double Gold Event, hat man mit einer 5er Flagge, glaube ich, 70k pro Ding bekommen. Was hat jetzt Dr. Kokov gesagt? Ja, aber da war doppeltes Gold und ich hatte eine 5er Flagge von Athena oder so. Die gibt auch nochmal 50% mehr, als die wir haben. Ich glaube, wird das schon wert sein, Elia. Dr. Klokopf, wenn das keine 30k jetzt wert ist, dann gibt's gleich aber hier eine saftige Sub-Bombe von deinem Counter-Strike-Money. Ist alles ja, untergegangen. Das von Athene ist 30k wert, das vom Gold weiß ich nicht. Ja, guck mal, da fängt Dr. Klokopf schon an, nervös zu werden. Nee, aber das ist bestimmt 30k wert. Ich glaube dann. Nordwesten.
Aber ich verstehe nicht, was du an diesen 300 pro Krone auszusetzen hast. Josh, danke schön für dein TikTok-Follow. Liebe geht raus. Kuss, Kuss. Danke, Mann. War sogar noch was Blaues, ne, im Wasser. War bestimmt ein Saphir. War bestimmt eine Flaschenpost. Nee, da war auch ein Schädel, den hab ich gehuckt. Spagogi, moin! Wie geht's dir? Gut soweit? Und selbst? Nee, Nils, die ist so crap. Die ist richtig crap. Oh, hinter uns ist das schöne Event gespawnt. Oh. Impa, dankeschön für den Twitch-Follow. Liebe geht raus. Kuss, Kuss. Auch kein toter Server. Bitte? Auch kein toter Server hier. Abend, Micha. Alles gut? Die bräuchten da überhaupt noch 12 Stück. Oh scheiße, das wäre knapp in der nächsten Season. Und was von den Glücksspielen? Ja. Und Riskel fahren, moin, die habe ich auch noch nicht Hallo gesagt, ne? Bist du auch am Start? Wie viele Grade gibt's bei denen? Der Mehrwert 1? Ja. Bis zu Grad 3, 90 ist. Ah, dann brauche ich noch ein paar, ich hab 9. Ja. Blut links. Explosionsfass. No. Also die ist der beschissenste NPC zum Abgeben, ne? Weil du immer irgendwie so rumlaufen musst. Ja, die ist nervig. Die sollen die mal fixen. Meine Güte, ey. Was ist denn da los bei Rare? Die sollen machen, dass die NPCs sich zu dicht drehen, also sie halt dich so angucken dann. OMG, endlich sagt es mal jemand.
Ja, ist doch so, Nils. Das ist doch voll der Abfucker. Guck mal, du willst zu dir hinlaufen, hier abgeben. Geht nicht. Geht nicht, weil sie dreht sich in die andere Richtung. Ich hasse dich, NPC. Ganzen Tag stehst du hier mit deiner scheiß verkackten Perücke. Geh weg. Ja, hier sind noch die Schatullen. Moment. Geh abgeben, schnell. Guck, 15.000 plus 11.000. Keine 30.000, Dr. Klokopf. Ja, wer weiß denn, dass man bei unserer Fahne so wenig... Ja, jetzt wird sich mal aus... Jetzt wird sich hier noch rausgeredet vom Allerfeinsten. Nee, stimmt ja. Immer schön die Ausreden parat, wieder an Zinono. Athene bekommst du 150%. Nimmst dir hier einfach ein Beispiel an Anzinono. Ich bin enttäuscht, ja, Dr. Klokopf. Ich habe gedacht, dass du nicht so bist. Hier Anzi, unser Emote-Experte. Ich habe gedacht, dass du weniger wie Anzinono bist. Sei nicht wie Anzinono. Der Vergleich mit Anzi ist zu hart. Ja. Ja, okay, gut. Dann bist du wie Original Luke. Das ist auch schlimmer. Dann doch lieber wie Anzi. Uff, der Kapöse. Split, dankeschön für dein Follow, genauso auch Benutzer namens. Dankeschön, ihr beiden. Liebe geht raus. Kuss, Kuss. Danke, danke. Zumindest Dr. Klokopf nicht so inaktiv. Das ist wahr. Loot? Ja. Megalodon? Hier werden wir sowas von legen. Welche Seite kommt der? Wir haben hier einen Seeposten rechts. Wir müssen vielleicht ein bisschen links rüber. Naja. Fahren wir Richtung Felsen. Ey, wo ist der denn da? Wir müssen wo ist der jetzt? Ja, das ist der. Wenn ihr in Zukunft Megalon hört, macht einfach direkt den Anker. Dann bleibt man immer da stehen. Alles klar. Ich habe diese Musik gar nicht gehört. Hey, dann müsst ihr ja eigentlich wiederkommen jetzt. Ja, ja. Wir müssen in diese Richtung fahren. Sondern es ist eine Schaluppe, die gerade abgeht beim Außenposten. Musik geht, glaube ich, los. Ja. Original Lukas ist gespawnt. Was sagst du dazu, Dr. Klokopf? Nee.
du denn jedes Mal Timeout, wenn der nach League fragt? Das Ding ist, der Timeout wird immer länger, wenn der fragt. Jedes Mal, wenn Original Lucas mich danach fragt, mach ich einen längeren Timeout. Dann kriegt er irgendwann einen Bann und dann sage ich den Mods, wann der wieder entbannt werden darf. Und er verdoppelt sich jedes Mal. Junge, warum ist der so weit hinten? Keine Ahnung, was der da hinten sucht. Vielleicht gab's da Essen. Hallo. Ja, natürlich überall Original Lucas. Ey, du hast deine zweite Chance gekriegt. Wenn du die jetzt verplemperst, dann bist du selber schuld. Also das war der weirdeste Megalodon, den ich seit langem hatte mal. Aber heute hatten wir allgemein nicht so viele Megalodon. Das war doch nur ein Joke. Ja, von mir auch. Ey, Original Lucas, bei mir haben sich sau viele Leute bedankt. Ich glaube, da ist nichts mehr, oder? Oder ist da noch ein Fleisch? Genau. Ich sehe nix. Dann weiter geht's zum Event. Nee. Alles. Weiter geht's zum Event. Ey, Panna, die ist ultra viel wert hier. Die ist richtig, richtig viel wert. Die ist richtig viel wert. Oh, oh mein Gott. Lass einen Screenshot machen für den Thumbnail. Holy shit, der wollte ich schon immer mal über den Weg laufen. Ich links kämpft gerade eine Schaluppe. WB Noah. Ja, komm, wir fighten gegen die. Ich glaube, wir machen das Event gerade. Ja, dann fighten wir die. Niemand macht unser Event. Wir haben 41 Brandbomben. Das sind nochmal 18. Hier sind auch nochmal 12. Wir können den ganzen Server in Brand stellen. Ein riesengroßes Feuer machen. Die Stolen Steel. Die heißt in Wirklichkeit SMS Bayern.
kopiert ab von uns. Dann müssen wir ein bisschen links drehen, dann fahren wir mit dem Wind. Wenn wir die Segel reinmachen, dann noch besser. Ja, wir kriegen die auch rein. Ja, ja, aber die fahren ja hier links weg. Ja, drehst weiter links. Macht mal vorderes Segel hoch. Das sind von vorhin wieder die. Und dann links schießen. Nee, das sind andere. So. So, pack den mit dem Schießer. Oh, der Geist! Aua. Ja. Vorder Mast shoppen. Oh, ich bin gleich tot. G-Time, kannst du vorder Mast nehmen? Ich muss mich recken. Okay. Wasser kommt richtig unten schnell rein. Soll ich bei denen dran gehen oder? Nee, das schaff ich nicht. Nee. Ja, ich schöpf aus, Ich bin dead. In Rumble. Oh, die Gali schießt jetzt noch auf uns. Noch am Fahren oder stehen wir? Nee, wir stehen, die haben alle Masten. Mast wurde auch weg gemacht. Versuch jetzt Masten aufzustellen, ich glaube, wir haben Zeit aus. Ich schöpf gerade so aus, also. Ich muss essen, ich bin fast tot. Ich spawn jetzt hier. Also wir werden jetzt von der Galli und von der Dings geschossen. Ja. Alter, du musst mitschöpfen, ich schaff das nicht. Nach unserem Tod aus. Ich versuch mal den Typ auf der Kanone zu schneiden. Ich bin tot! Ich wiederbelebt. Ja. Das ist over. Ja, das ist over. Ist Sans. Weiß jemand, wo das Event war oder kann schnell gucken? Dann fahren wir da wieder hin. Ja, ja, ich weiß, wo das war. Alles gut, das ist immer im gleichen Ort. Das mit den Geisterdingern war halt echt overpowered, ne? Die hätten uns ja nicht treffen dürfen. Konnten wir nichts tun gegen. Die sind geisteskrank, diese Phantomkugeln. Ich gehe auch davon aus, deswegen bringen die den Scattershot rein. Bro, wie viele Löcher? So eine Kugel macht direkt 5 Löcher, ne? Keine Ahnung. Wir hatten direkt Niagara-Fälle unten im Boot drinne. Da waren einfach fucking Niagara-Fälle, ey. Vor allem, wir haben danach Chain Shots abgekriegt und danach kommt die Galli und gibt uns Tackle cool. Ja, danke dafür. Sind wir beim Outpost? Weil dann baut er kurz die Flagge hoch. Ja. Ich fahr, also ich mach gerade schon den Anker ready. Seid ihr auch schon am Outpost? Also dann muss nur für die Flagge abstimmen. Ja, Panna ist ja, muss ja da sein. Gut, das ist das Risiko, ne? Halt bei solchen Events. Habt ihr ja. Okay. Ja, besitzt. Okay, aber wir haben auch ordentlich Loot an Bord. Ja, wir müssen uns die holen. Scheiße, wir fahren komplett gegen den Wind zu dem Event. Aber die werden sehr lange brauchen, um unseren ganzen Supply zu looten. Da werden die ewig dran sitzen. Naja. Ja. Wenn die ihn überhaupt mitnehmen. Oh, das ist so weit. Hab wegen dir das Game angefangen. Termi, moin. Und Rexexer, hi.
Ey, ich wünsche dir viel Spaß, Marc. Moin, schön, dass du auch am Start bist. Darf sich auf jeden Fall nicht demotivieren lassen, Termi. Siehst ja, ne? Also, dass man auch mal verliert, gehört dazu. Man kann nicht immer gewinnen. Und Ofenklappe, moin. Das ist halt so nervig, dass diese Gallione, das ist so random, wen die nimmt als Gegner, ne? Die hat uns halt alles reingejietet. Ja, es sind halt diese Phantomkuh, aber die haben sie jetzt nicht mehr. Hoffentlich. Es kann auch sein, dass sie einfach nur zwei geschossen haben, gesagt haben, ey, wir lassen das so, jetzt schießen wir normal und heben die restlichen nochmal auf, weißt du? Ja, ja, in der Regel kriegst du nur zwei. Okay. Wo bekommt man die? Bei diesem Geisterschiff-Event. Tornado. Event. Bei dem mit dem Schiff oder mit der Festung? Die mit den Schiffen. Das Event, was ich so scheiße finde. Du siehst aber sehr selten welche, die mit denen ballern. Also ich habe jetzt in den ganzen Stunden, wo wir gespielt haben, ist das das erste Schiff, was uns mit denen beschossen hat. Ja. Ja, dieses Event ist halt super. Wir müssen halt entweder gleich gucken, ich würde gar nicht so auf einen Supply Fight bei denen mehr gehen, sondern dass wir versuchen eher an die ranzukommen und die zu raiden. Ich glaube, wenn wir aufs Schiff gehen, ich weiß ja nicht, waren das zwei oder einer? Zwei. Zwei, ja. Wenn wir da drankommen, dann haben die ein Problem. Ich wollte eigentlich die Kanone auf die schießen hier, dass die Kanonenkuh, dass die Kanonen von denen hochgehen. Und dann kam auch noch diese scheiß Gallione. Ja, das war also ultra assi. Ja, aber das ist halt so bei so Events. Da ist halt so ein bisschen der Random-Faktor noch mit dabei. Hätte die Gallione die angegriffen, dann hätten die Kacke am Dampfen gehabt. Richtig. Moin Florian, ja. Ich glaube, ich muss ein bisschen weit nach rechts. Ha, alles gut. Na, ich muss halt direkt nach links, weil da kommt eine Insel. Noch haben die das Event aber nicht zu Ende gemacht. Ja, vielleicht gehen die auch verkaufen, weil die Angst haben, dass wir wiederkommen. Wir brauchen so lange, bis wir bei denen sind. Also das ist auch richtig bodenlos, ne? Wenn wir andere Schiffe besiegen, spawnen die gefühlt immer direkt neben uns. Dann verlieren wir ein einziges Mal und spawnen gefühlt auf der anderen Seite der Map. Ist das krank. Das Event ist weg. Na, das heißt, wir haben das jetzt zu Ende gemacht. Jo. Aber die müssen ja jetzt noch erst looten dort, ne? Ja. Ich denke mal, die haben bei uns kaum was mitgenommen und sind vor allem aufs Event aus. Bixi-Missionen anwählen, so spawnt ihr näher dran. Okay. Wenn wir jetzt die Mission anwählen, tauchen wir da unter und dann wechseln wir den Server. Er meint die Flaschenpost-Mission. Ach so. Das funktioniert doch nur, wenn der Gegner auch diese Dinge hat. Die Mission. Sonst bringt das nichts. Okay. Ja, dieses Brix-Event wurde halt gemacht mit Open Sea Fights. Mehr Open Sea Fights geschehen. Aber mittlerweile ist es so uninteressant für alle geworden. Ich glaube, die lootet gerade. Die hat aber geankert. Siehst du die schon? Ja, ja. Okay. Ah, da rechts ist noch eine. Noch eine Schaluppe? Jo. Eieiei.
Dann müssen wir jetzt gucken, dass wir da richtig was rausholen. Magic Q-Storm, ich wünsche dir was. Eine angenehme Schicht, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal, ne? Frage ist halt, welche die richtige ist von den zwei. Die links. Also ich werde gerade weg. Ach, dass wir jetzt Gegenwind haben, ey. Ich glaube, zu der kommen wir nicht mehr rechtzeitig, bevor die abgeben. Die werden wir trotzdem versenken, alleine wegen dem Supply, oder? Ja. Die werden ja wahrscheinlich, je nachdem, unsere ganzen Lagerkisten genommen haben, ne, weil der haufenweise drin war. Ja, ich denke mal auch. Die werden, wenn dann einfach die Lagerkisten reingehuckt haben. Junge, die sind so weit weg, ne? Ja. Die sind übelst im Nebel hinten schon. Die, also das ja, die, ist ja... Die fahren auf die andere Seite der Map. Das ist so bodenlos, wie weit wir jetzt noch fahren müssen. Ja, wir sind wirklich komplett über die ganze Map jetzt gefahren. Ja, die fahren jetzt auch weg. Die haben jetzt den Schiff weggelootet. Hier, die drehen ein bisschen rechts, glaube ich. Also ich vermute, die wollen zu Golden Sands fahren, oder wie der jetzt heißt. Ja. Der Tornado ist wieder da. Einmal komplett weg. Oh, krass. Die Devs haben den Fehler gefunden in Minecraft, warum Spieler manchmal hier Hits bekommen haben, die keinen Damage gemacht haben. War das nicht wegen anderer Spieler, die man nicht sieht halt? Ja, aber du musst ja erstmal herausfinden, warum die dich treffen. Das ist ja nicht einfach so, ja, du kannst Spielern Schaden machen, weil wir haben ja PvP deaktiviert in dem Sinne. Das hat mit Sweeping Age und so zu tun, also schon ein bisschen komplexer. Aber das wird jetzt auch noch behoben. Zum Außenposten. Die sind jetzt beim Außenposten? Nee, noch nicht, haben sie aber kurz davor. Ey, können wir Seitenwind machen? Nee, ne? Vielleicht doch ein wenig.
Haldado, dankeschön für den Follow. Willkommen. Kuss, Kuss. Jetzt sind sie dran. Oh, die werden aber sehr viel Stuff haben, also die brauchen schon ein bisschen, aber ist ja auch egal. Wir brauchen ja nicht den Stuff von denen, sondern den Supply wollen wir. Ja, mein Gott. Sieht sogar noch die Fahne zweite weg. Oh Mann. Nee, die drehen. Die haben ja, wieder oben. Jetzt fahren die weg. Jetzt fahren die eigentlich in den Gegenwind. Die Frage ist, ob einer von denen schon macht alles. Das Segel in den Wind, haltet die mal komplett drin. Vielleicht kurz auf die Insel gucken, ob einer gerade am Verkaufen ist. Kannst du machen, aber die kommen gleich rechte Seite von uns, glaube ich, ne? So weit weg. Schießen schon. Wir nicht zurück. Soll ich wieder zurück? Ja. Kannst du kurz Steuer machen? Ich schieß mich rüber. Ja. Oder was? Muss den hinteren mehr droppen. Oh, unten kommt gut Wasser rein. Ich bin wieder zurück. Okay, die sind aber nicht schlecht, ne? Sind die mastet? Ich komm zu euch rüber wieder. Ja, ich geh zu denen, damit die nicht wegkommen. Kannst du ausschöpfen unten? Ja, ich dreh nur eben, dass wir uns wieder in die Richtung von denen drehen. Kannst du weiterschießen? Jo. Okay. Kriegst du die Panda? Ja, Junge, der gardet mit den Donnerbomben. Nee, die fahren jetzt einfach weg. Die sind voll gestackt mit Loot auf dem Schiff. Fahren wir hinterher. Oh, die sind gegen den Felsen. Hintere Masten kannst du droppen. Hier kurz reparieren. Kümmerst du dich drum, unten zu reparieren? Jo. Taucht vor mir ab. Danke dafür. Hallo. Die kämpfen, aber die hauen nicht ab. Dann komm mal an Bord, Panda, dass wir jetzt gegen die fighten. Ja, ich muss ja eine Worm haben, dann komme ich gerne. Wow, jetzt haben mich drei Haie getötet. Ich muss lenken. Die treffen den Masten so gut. Ja, ja. Sobald du einmal stehst, können die halt richtig easy die Chainshots ausrichten. Oh,
Okay, dann schießt ihr beide mal und ich lenke. Okay. Können wir schon schießen? Nee, oder? Sind rechts von uns, okay. Ich pack meine Change mal in die Kiste. Ich hab 5 Stück reingepackt. Mhm. Wir sollten nicht auf diese Distanz, glaube ich, so ballern, oder? Ich weiß ja nicht, wie viel Supply wir noch haben. Ich mach mal hintere Segel was hoch. Unten ist noch alles clear, schießt ruhig weiter. Der Mast fällt von dem. Sind die Mastet, richtig. Das war glaube ich auch. Ja. Egal. Ich halte den auf. Ihr müsst das vordere Segel ein bisschen hoch machen. Hier auf euch. Ja, könnt ihr noch schießen? Eine ist dran, Bolt. Scheiße, jemand muss Change hat. Hier überdrehen. Ja, ich dreh schon zurück. Hast du keine Change mehr? Nee. Ihr müsst linke Seite gleich schießen. Ja, ja. Zu bauen. Segel in den Wind drehen und wir müssen abschöpfen. Bin bei denen dran. Ich hab grad noch mal drei. Der Anker fällt. Geankert? Kannst du gucken, ja. Ob du Lagerkiste. Ich ramme sie. Nee, kann ich nicht. Keine Chance. Ich bin tot. Dr. Klokopf, du musst gleich ready machen für Anker. Ja. Ich ramme die jetzt. Ready. Ja, rein da. Hang, oder was? Die haben ordentlich Pressure. Nee, für uns. Also die haben richtig gut Pressure unten. Die sind untergegangen. Ein Anker drunter. Ich bin One, der hat mich gekillt. Ich lieg im Wasser. Der kommt rüber, der will zu euch. Oh, der ist schon drüben. Bin tot. Ich glaube, die gehen aber unter. Die sind schon weg, die sind schon weg. Ja. Die zwei sind der, aber wir sind auch gerade am Untergehen. Eine ist tot auf dem Schiff. Yes. Noch einer ist drauf. Ich komme. Hab ihn. Beide tot. Nice. Okay, sehr schön. Oh mein fucking Gott, liegt hier viel. Ach du heilige Scheiße, ich hol mal kurz eine Lagerkiste. Ach, da war ein Fass von denen. Das hab ich jetzt aus Versehen gedroppt. Alter, ist das am Laggen. Das ist ja, geisteskrank am Laggen hier. Die waren ultra doll gestackt. Die waren ultra doll gestackt. Also die sind wirklich heavy stacked. Holy ja, shit! So sauer. Ey, ich muss da einen Screenshot eben schnell machen von. Ey, das war ein Deutscher außerdem. Ja? Ja. Haben die was gesagt oder wie? Ja, die haben gesagt, immer die Deutschen. Aber irgendwas haben die schon verkauft. Das Fall of the Damned oder so haben die verkauft. Aber wir haben eine Lagerkiste an Bord. Haben wir eine? Sehr schön. Wurde schon gehuckt. Wir müssen ein bisschen näher ran, dann kann ich besser hoch. Ja, ich mach schon. Ich das mach ist schon. So geisteskrank am Leggen. Da ist nichts drin, Luca, in dem Fass. Fang mal Anker hoch, bitte. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Das kommt gleich.
Ja gut, jetzt wird's für die echt unangenehm, wenn die uns attacken wollen. Weil jetzt haben wir den ganzen Supply. Dass bei mir gerade angezeigt wird, dass Panda gehuckt wurde. Du musst mal bei mir im Stream sehen, wie die Hook die Sachen reinzieht. Das passiert in 3 Frames oder so. Ja, mir auch. Guck mal, wie die teleportiert. Ja, bei mir auch. Jetzt ist sie weg. Hier ist noch da. Es ist so dumm. Junge, das hat sich gelohnt. Du musst das Boot so ein bisschen drehen. Das Boot muss ein bisschen gedreht werden. Das dauert jetzt sowieso, bis sie leer ist. Das Problem ist, sie sehen uns auf der Map. Ja. Ja gut, wir geben jetzt gleich schnell ab und dann sind wir eh, bis die da sind, weg. Leer. Guck mal, das ist ja nicht mehr so viel. Ich mach ihn gerade. Jo, hab alles. Okay, fahren zum Outpost am besten. Direkt Westen, Norden, direkt Norden. Wir haben so viel Supply, also selbst wenn die jetzt kommen werden, das für die wird es unangenehm, uns zu versenken. Weil wir den ganzen Supply wieder haben. Die haben echt die Lagerkisten von uns nur genommen. Ihr seid immer noch eine Mehrung, Frau. Habt ihr wirklich beide Spieler getötet? Ja. Ich hab gar keinen getötet. Ich hab beide gehabt. Ah, oh, jetzt ist die Mehrung vorweg. Kann auch noch von uns sein. Teilweise sind die ein bisschen... Buggy. Oder wenn einer von denen auf dem Totenschiff ist, dann geht die Mermaid auch noch nicht weg. Und so ist es ein bisschen. Junge, hier liegt so viel Kleinkram. Die haben so gestuckt, Junge. Megalodon. Wie schön das ist da, wie das Preis hat. Macht einer schon Anker wieder hoch, so. Jo. Damit wir nicht gleich stehen, wenn irgendwie was kommt. Guck, dass Inventar gleich leer ist für Essen, weil dann hucken wir schneller das Fleisch. Oh.
Wo ist denn der Stuff, oder hab ich alles? Ein bisschen weiter rechts liegt noch ein Fleisch. Ein Fleisch, was ist da noch dran liegen? Ich guck gerade, wo ist es? Weiter rechts Ich sehe es nicht. Junge, diese ganzen weißen Wellen, die verdecken das. Das ist komplett crazy. Also. Ich leg's schon mal drauf. Jetzt ist auch nicht mehr. Ach, wird immer verschollen, Junge. Ah, egal, ist eh nur eins. Das ist die. Sea of Thieves. Hat's verschlungen. Ich finde, Loot, den man geklaut hat, schmeckt immer umso mehr. Mhm. Vor allem, wenn sich die Spieler auch noch aufregen. Ich glaube schon, dass sie etwas mad waren. Denke auch. Ich hätte vielleicht da noch meinen Fortnite ablassen müssen. Das hätte richtig abgefuckt. Ich glaube, die kommen da vorne auch schon wieder. Wo? Richtung Nordosten. Egal, bis sie hier sind. Rechts hin, also ein bisschen rechts hinterm Außenbus. Wo die zwei Felsen sind. Ja, wir sollten nur gucken, dass wir. Ja, ich muss hier gerade das Segel. Ich spring rüber, ich tu hucken. Ja. Yeah. Ich geh schon mal an Bord. Ihr könnt, wenn ihr wollt, gleich die Flaggen abgeben gehen. Ich guck mal, ob die von irgendwo kommen, ne?
Schwarze gesagt? Nordwesten? Jo. Oder? Könnte auch Südwesten gewesen sein. Ich sehe hier nirgendwo groß was auf uns zusegeln. Vielleicht sah es nur so aus, als wenn da was kommt. Da war ein anderes Loop oder sie haben aufgegeben und sich entschieden, sie tauchen lieber ab. Egal, wir haben unseren Supply wieder. Das heißt, wir können wieder ein bisschen weitermachen. Jungs, easy going. Richtig fett Cash. Ja, das hat richtig gut gegeben. Wir waren, also das sind jetzt schon über 300.000, glaube ich, ne? Ja. Also holy shit. Was haben wir denen denn abgeluchst, ey? Mehr als die uns. Moin Mika erstmal, das ist die Gildenflagge. Du kannst in SOT Gilden machen. Boah. Also das hat sich gelohnt. Das hat sich derbe gelohnt für uns noch. Fast 400.000 haben wir durch die. Okay, ist jetzt die Frage, wollen wir jetzt das Tornado-Event machen, Server wechseln, was wollen wir tun? Ich würde Server wechseln. Okay, dann tun wir den Server wechseln. Achso, wegen morgen, ich könnte morgen aber nur bis 18 Uhr, ne? Habe ich jetzt vorhin gerade gesehen. Also 14 bis 18 Uhr? Ja, weil danach bin ich noch verabredet. Kein Problem, passt. Dann werde ich danach noch was in Grounded oder so gehen. Ja, genau. Mit heute haben wir ja, wir haben ja jetzt 14 bis 21 Uhr, das sind dann 3 Videos. Wenn wir dann morgen nochmal reingehen, sind nochmal 5. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Wir werden ja bestimmt nochmal am Wochenende oder so machen können. Dann reichen die Videos schon fast bis zum Season-Start. Daily-Videos, oder? Auf dem Variety-Time-Kanal kommt fast Daily SOT. Manchmal ist auch ein Tag oder zwei Pause. Es kommt immer drauf, drauf an. Oh, da macht einer dieses Event wieder, ne? Ja. Vielleicht will der auch stacken. Also wieder ein Bug-Abuser. Ja, vielleicht. Dann ertappen wir den auf frischer Tat. Und sagst du, we are Bug-Abuse Police. We report you. Am besten hat er den Bug dann schon so 7-mal abused. Und dann nehmen wir ihn alles weg. Kriegen die dadurch gut Stuff oder wie? Ja, diese 15.000 Schatullen kriegen die ganze Zeit. Ja, dann go. Wollen wir direkt darüber gehen? Ja, wir fahren direkt dorthin. Okay. Backmarine, ja.
Ja, muss er deinen Kopf einziehen. Machen das Event viel Solospieler? Ich mach das immer, wenn ich Solo spiele. Du hast halt pro Event irgendwie... Bist du also auch so ein Bug-Abuser? Nee, ich mach das immer normal. Ich wusste von dem Bug. Da bin ich mir jetzt ja nicht mehr so sicher, Dr. Klokopf. Nee, ich bin jedes Mal qualvoll zum Außenposten gesegelt und bin mit abgetaucht. Morgen ist sie mit einem Lambo-Schiff da. Du hast ja bei dem Event am Wochenende irgendwie 75.000 oder so pro Teil bekommen. Das geht ja schnell. Naja. Ich guck mal, in welcher Lagerkiste wir ordentlich Holz haben. Was ist denn das? Kanonenkugel des Flammenphantoms haben wir. Ja, damit Stück. Kannst du das Schiff in Brand setzen. So, ich tu mal unten ordentlich Holz rein, damit da was drin ist. 99% von den Leuten, die das Event machen, nutzen den Bug. Ja. Mann, und ich wusste von dem Bug nichts. Du bist dieser 1%. Brankle TV, mein Lieber, ich danke dir. 69 Monate Subscription. Kuss, Kuss, Liebe geht raus. Danke für deinen Support, mein Bester. Ey, da steht ein Schiff am Außenposten. Aber ich glaube, das ist gespawnt. Lass mal kurz rüber und einfach die Changers abholen gehen. Gute ja. Idee. Alter, ich bin perfekt geflogen. Drei wilde Piraten geflogen. Hello, my friends! Thanks! Ah, Banana! I love Banana!